Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute reagieren wir auf Capital Bra und Contra K, Stop Wars. Und die beiden haben jetzt einen Song gemacht über diese aktuelle Lage zwischen Russland und Ukraine. Und das ist halt wirklich ein starkes Thema. Und ich finde es gut, dass die beiden einen Song darüber gemacht haben. Ja. Das kann ich dazu groß sagen. Ich bin einfach nur entsetzt, was aus dieser Welt geworden ist, dass man sich bekriegen muss. Ja, ich weiß, Ukraine und Russland, die haben sich schon früher bekriegt. 2014 zum Beispiel. Und da hat ja Capital Bra auch einen Song darüber gemacht. Und ich habe mich gefragt, so, wann macht jetzt Capital Bra einen Song darüber? Und bam, der Song ist gekommen. Und ich bin einfach nur gespannt, was die beiden uns zu sagen haben. Und jetzt gehen wir rein in Stop Wars. So Leute, es ist soweit. Capital Bra und Contra K haben einen Song gemacht. Und zwar über das Thema zwischen Russland und Ukraine. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was die beiden zu sagen haben. Auf jeden Fall machen die eine schöne Spendenaktion. Das finde ich top. Und dass sie auch damit keine Einnahmen verdienen werden. Haben sie hier noch hingeschrieben. Und jetzt gehen wir rein in Stop Wars. Ich mache mich mal ein bisschen. So. Das hört sich echt gut an. Episch vor allem. Sie wollen nicht mehr reden. Alle Menschen am Beten. Weil sie schießen auf jeden. Luftraketen. Soll Gott euch vergeben, Mann. Das ist echt traurige Situation gerade. Die Ukrainer tun mir sowas von leid, aber ich schwör's euch bei Gott, das hat keiner verdient. Und ich wünschte einfach, weißt, wir haben jetzt genug Scheiße hinter uns. Wir haben jetzt Corona fast besiegt. Ja, bald kommen die Maßnahmen weg, einige. Und jetzt kommt die nächste Scheiße. Ja. Aber auf jeden Fall sehr tiefgründig. Sehr tiefgründig. Und ich bin gespannt, was der damit bewegen kann. Wenn plötzlich alle schießen, die gleichen Menschen, nur die Waffen sind verschieden. Vielleicht eine andere Flagge, aber die gleiche Sprache. Jeder Ukro, jeder Russe checkt doch, was ich sage. Aber ich kann's nicht verstehen. Vor allem, ja, er sagt es hier auf den Punkt, das ist genau dieselbe Sprache und die bekriegen sich. Warum? Ich halte jetzt echt nicht so viel von Politik. Ich möchte mich jetzt da auch nicht irgendwie reinmischen hier so, aber einfach so. Das ist einfach so echt traurig, so was da gerade abgeht, weißt Stehen zwischen uns, noch nie Grenzen gesehen, aber plötzlich gibt es Grenzen. Plötzlich fliegen Bomben auf die Menschen und plötzlich fahren Panzer, plötzlich fliegen Kampfjets. hoffe einfach, dass diese Scheiße bald aufhört. Und dieser Krieg hat wirklich keiner verdient. Wirklich keiner. Plötzlich siehst du Kinder mit Waffen aus dem Darknet. Sie nehmen uns das Land weg, unsere Heimat. Was für Westen, was für Osten, ich will Freiheit. Genau. Kapi bringt es auf den Punkt. Freiheit. Genau das ist das Beste, was wir alle wollen. Boah, die Hook ist echt. Boah, ich krieg Gänsehaut bei der Hook, du. Boah, Junge. Und jetzt Contra K.
Digga, ich bin gespannt, was der auch zu sagen hat. Oh, Kontra K. Bitte Gott, schenk mir die Augen eines Kindes. Sie sind die einzigen, die weit sehen unter all den Blinden. Die Herzen waren noch sauber, nicht von all dem Hass vergiftet. Ach, wenn du nur wüsstest, wie viel Tränen meine Kugel mitbringt. Jeder Post auf Social Media streichelt das Gewissen, aber bietet den Familien keinen Schutz vor Luftangriffen. Vor allem, ich finde es so nice, jetzt auch solche Aktionen wie Massiv zum Beispiel, ja. Der spendet auch Sachen an die Ukrainer und das finde ich richtig, richtig sozial von ihm. Und ich bin einfach fassungslos, was da gerade auf dieser Welt abgeht, Leute. Wirklich, ohne Witz. Einfach nur komplett traurig gerade. Einfach nur traurig, was da gerade sich abspielt. Lässt uns glauben, das Gute wird gewinnen. Doch wir alle bluten rot und am selben blauen Himmel. Also wer verliert hier wirklich mehr, als er verlieren müsste? Und vor allem die Ukrainer, die haben es wirklich sehr, sehr schwer. Wenn du 18 Jahre alt bist, ja, und männlich bist, dann darfst du dieses Land nicht verlassen. Das musst du dir mal überlegen. Du darfst dein eigenes Land nicht verlassen. Wenn da gerade Krieg ist. Denn sterben tun. Das ist echt starker, wirklich sehr starker Tobak. Die, die in den fetten Sesseln sitzen, wer Schuld an all dem Mehlen trägt, würdest du gern wissen, dann folgt lieber der Spur des Geldes als dem Sound der Schüsse. Boah, ich finde diese Hook so episch, Alter, ohne Witz. Ja, was kann ich da groß sagen, ey? Das ist einfach ein klasse Song. Wirklich sehr klasse. Und ich finde es richtig super, was die beiden machen einfach. Ein Song über die aktuelle Lage. Und es bringt gerade alles auf den Punkt. Einfach nur fassungslos, Leute. Einfach nur fassungslos. Jo. Und jetzt hat YouTube irgendwie einen Hänger. Warum haben die jetzt einen Hänger, Mann? Digga. Ja. Wie gesagt, Leute. Da wird wahrscheinlich jetzt eh nichts mehr kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum YouTube jetzt irgendwie hier spackt. Aber auf jeden Fall bin ich einfach komplett sprachlos. Einfach komplett. Top Song. Und es ist zu Recht auf Platz 2. Es könnte auf jeden Fall auf die 1 kommen. Aber auf Platz 2, da ist es zu Recht, Leute. Weil hier seht ihr ja Platz 2. In den Trends. Puh. Wild. Sehr, sehr wild. Sehr wilder Song.